Also, ich nehme jetzt auf. So. Du nimmst jetzt auch auf. Ich nehme jetzt auch auf. Genau. Genau. Jetzt nimmt ja jeder auf. Ja. Also dann höre ich gleich wieder auf. Wenn jetzt jeder aufnimmt, dann will ich auch nicht mehr. Nee. Nein. Nee. Ja, ja, willkommen, ja. Rocket League. Mal wieder. Ja. Der Firefox mit der Pusteblume. Auch gut. Wir haben noch ein Spezialevent, habe ich gesehen. Irgendwas mit Muscheln. Ja, irgendwas mit Muscheln. 3 Stunden läuft das nur noch. Was? Haben wir das so verpasst? Das schaffen wir ja nie. Oh ja. Nö, egal. Ja, ich suche mal nach einem Spiel. Oh, ich spiele hier wieder mit dem Nintendo Switch Pro Controller. Damit werde ich richtig pro-mäßig abgehen. Ich habe nur meinen Xbox Controller. Mehr konnte ich nicht. Tastatur. Was ist das denn? Das ist irgendwas anderes hier. Wie ging das nochmal? X. X. Was? Oh, hat hier überhaupt jemand den Ball getroffen? Ernsthaft? Nee. Deswegen ja. Was ist der erste Ballkontakt? Ich bin Team Japan übrigens. Was ist denn hier los mit dem Auto? Das verhält sich ja total anders. Das. Ach so, warte mal. Nee. Das verhält sich echt. Du musst den rechten Trigger musst du drücken, dann gibst du Gas. Nee, das Auto fährt ganz anders als früher. Ach so. Ey, das war nicht cool. Das war uncool. Ja. Du bist mir voll ins Bild gesprungen. Ins Bild auch noch? Ja. Oh, das könnte ein Tor werden. Nein. Warte. Da. Jawohl. Ja, guck mal. Schieben wir das erste Tor. Also es ist jedenfalls zielsicherer, als was Seehofer gemacht hat. Mein letzter Stand von der ganzen Geschichte ist, dass er sich so überlegt oder dass er so nicht... Nee, die haben sich jetzt geeinigt. Die wollen jetzt an der deutschen Grenze wollen die jetzt Internierungslager einführen und dann da aussortieren. Echt jetzt? Ja, hat gerade Eilmeldungen. Echt jetzt? Seehofer macht weiter. Hier sich auch noch eigentlich sich noch überlegen, außerhalb von Europa irgendwelche Zentren aufzubauen? Nee, die ist jetzt weg. Die geht jetzt weg. Oh, nicht gut. Wieso ist das hier? Haben die sich wirklich geeinigt? Das gibt Sturm. Das ist jetzt der letzte Stand. Also das gibt Sturm. Das heißt, dass die Merkel mal eben das bare Münze genommen hat, das ist so getritt und jetzt sagt, ach komm, bitte, ich gebe dir deine Lagerwünsche. Naja, so wirklich fernab, also die Positionen waren ja nie so wirklich fremd. Also die Merkel hat, oder Angela, wie ich sie nenne, ich bin ja ein guter Freund, die hat es ja einfach nur freundlicher verpackt als er. Ja, na klar, aber trotzdem, dass er anscheinend trotzdem mitmacht und es anscheinend doch klein beigibt, wenn er den Rücktritt droht. Ich meine, wie oft das jetzt schon mal in einem ganzen Politikerleben? Also, ich glaube, das gibt Sturm. Also, ich wollte schon Tweets. Vor allem ist es ja dann doch der Alleingang und nicht der europäische. Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich erst morgen, wenn überhaupt keiner fährt, cool. Alle gehen zurück. Du wirst ja wahrscheinlich erst morgen oder so wirklich wissen, was da jetzt abgegangen ist. Und treten alle gemeinschaftlich geschlossen zurück. Nee, aber das ist auch komisch, weil was hat dann der komische Gipfel Sinn gemacht, wenn es darum geht, Lösung für alle und dann heißt plötzlich, wir machen doch alles alleine. Was ist da los? Aber es ist der Knackpunkt sind ja die 200 Leute, die abgewiesen werden müssten im Monat. Das ist ja, also es geht ja nicht ums große Ganze, denn da kommt ja eigentlich auch kaum mehr jemand über die Grenze, sondern es geht ja um 200 Leute, die theoretisch direkt abgewiesen werden könnten. Oh, der geht rein. Was ist jetzt mit der Seerettung? Da haben die sich ja auch gezopft. Weiß ich nicht. Ich denke mal, da wird jetzt Frontex mit Kriegsschiffen ausgestattet, damit die Leute da abhalten, rüberzukommen, oder? Ich finde es halt drollig, dass es eigentlich Frontex Plus genannt wird. Ach so. Oder, hast du mitbekommen, es gab ja früher von Italien diese Küstenseerettung, die ja super funktioniert hat, die auch gut lief. Da konnten sie es halt nicht mehr bezahlen, dann haben sie halt von der EU her dieses Frontex eingeführt. Und dann hatten wir so Frontex Plus und dann dachte ich, nach so auch Spaß. Das klingt so ein bisschen wie Always Ultra, zum Abdichten reicht. Und so dachte ich auch, ja, das passt schon. Weil es hieß dann auch, wir haben deutlich weniger Schiffe, deutlich weniger Möglichkeiten von Frontex. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Es gibt doch nicht mal Personal für den Quatsch. Es sind doch über 4/5 der Grenzbeamten, die gibt's doch gar nicht mehr. Also. Ich glaub, die meisten DDR-Leute müssen auch nicht aktivieren können. Kann ja nur sich um. Also ich meine, entweder. Also
du kannst ja entweder nur sporadisch kontrollieren oder an Punkten, wo du weißt, dass da irgendwas abgeht, oder ja, aber... Das ist Augenwischerei, ist das. Das ist Augenwischerei. Schlagbäume runter und wir haben dann wieder schön in der Steinzeit angekommen. Das ist doch... Oder das wird jetzt jeder Buszug, der über die Grenze kommt, Firefox? Ja, ja. Vor allem, das wird dann hier Racial Profiling. Bloß weil der mit türkischen Wurzeln aber Deutsche dann über die Grenze will, wird er dann kontrolliert oder was? Und das im Schengen-Raum. Dann sind wir wieder da wie früher. Oh, das gibt Krach. Außerdem ist es auch so ein bisschen wieder das Gegenteil von der Idee Europa, wenn wir wieder so zurückkommen. Aber sowas von. Ey, das Schlimme ist ja eigentlich, dass sie alle so kuschen vor den kleinen AfD-Pupsis. Und letztendlich ja mit ihrer Radikalität nur dessen die Umfragewerte von denen pushen. Mhm. Was ja, eigentlich müsstest du genau eine Alternative dazu bieten und nicht deren Mund reden. Also ja. Quasi, du bräuchtest ein ernsthaftes, sagen wir mal zum Beispiel rot-rot-grünes Bündnis, also du bräuchtest ein linkes Bündnis, was genau die Gegenpolitik betreibt. Aber ernsthaft und nicht nur so Hardcore-Scheiße. Die Idee ist ja nicht schlecht, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig zu machen. Wir brauchen Kevin Kühnert. Wir brauchen Kevin Kühnert. Ah ja, Künikev. Also der Einzige, der in der SPD die Klappe aufmacht. Den also von der Nahles hörst du gar nichts. Nichts. Nee. Und ich will die auch nicht hören. Wusste bis neulich niemand, dass die Parteichefin ist, so wenig habe ich mitbekommen. Also, ja, das sagt schon einiges. Ja, ich will die auch nicht hören. Ich finde sie auch nicht sehr sympathisch. Ja, aber das gar nicht. Wir brauchen Kühnert. Wenn der wählbar wäre, wenn der sich zur... Also, meine Stimme hätten die. Naja. Ach, Mist. Ich finde es interessant, dass der Seehofer, ohne das jetzt hoffentlich nicht allzu beleidigend zu meinen, schon irgendwann, wenn der heiß war. Wenn du mal wieder guckst, was jetzt zum Beispiel so Nachrichten von Tagesschau von vor 20 Jahren war oder so. Ups. Das ist immer wieder so. 97, Seehofer möchte zurücktreten. Seehofer... Planen wir alles um. Ja, weil das bloß so, wenn ihr nicht das macht, was ich sage, dann ist aber Schluss mit Mutti hier. Weißt du? Das ist die Argumentation verloren. Rein damit. Och, komm schon. Schön. Ja. Ach ja. Herr im Himmel. Ja, jedenfalls, echt Grundtollen. Ah, nee, das kriegt, Alter, das passt auf keine Kuh oder sowas. Nee. Da komme ich ja nicht mit klar gerade. Aber gut, da recherchiere ich dann zum Abend hin. Ich fand es bloß gestern bezeichnend. Das hat ja auch im Europäischen Parlament war es ja so, von was war es, Luxemburg, die gesagt haben, wie eben halt so eine regionale Kleinstpartei so einen Wind machen kann. Vor allem, weil sie ja überhaupt keine Auswirkungen haben. Nichts. Ich hätte es wirklich riskiert. Das Problem ist bloß, die Landtagswahlen in Bayern sind ja jetzt zu schnell ran, dass man in Bayern sich dann wieder von der CSU abspaltet und dann CDU da Kreisverbände aufbaut. Drück mal einen Knopf, ja, Shadow. Ach so, Shadow. Was da? Was erwartest du denn von der CSU? Ich meine, da kann ich auch das Original wählen, die AfD, wenn ich sie wählen würde. Brauche ich keine CSU für. Christlich und sozial sind sie schon lange nicht mehr. Ja gut, das ist bei der CDU-Bau genauso, kannst du es hier auch... Ey, da, selbst bei denen würde sich der Strauß im Grabe umdrehen, ganz ehrlich. Wie ein Dönerspiel, so. Ich frage mich, wie zum Beispiel Spanien mit einer wirklich sehr liberalen, linksgerichteten Politik das alles hinbekommt, ohne dass die Bürger Amok laufen und hier die sich so schwer tun. So, ja. Ja. Fällt einem nichts mehr zu ein, ne? Nee. Ich will gerade mal, ob es auch geschichtliche Hintergründe gibt, weil die ja öfteren also auch schon. Ja. Ja, schon. Jeweils, ich habe überlegt, weil naja, die hatten ja schon immer die Einwanderungsgeschichte, die damals noch. Was war das noch damals? Aus dem afrikanischen Raum waren die noch lange besetzt, quasi von muslimischen Einwanderern damals. Was? Lampedusa? Nein, noch ganz viel früher, im Mittelalter. Ich habe überlegt, ob es vielleicht bei uns halt die Mentalität. Quasi doch mit damals im DDR ist, die anderen sind böse, die von außen kommen, oder die anderen da, das ist quasi irgendwie
Ja, Moment mal, also das ist ja bei uns schon gescheitert an der fehlerhaften Integration der der ehemaligen Ruhrpott-Arbeiter. Ach so, na wieso? Sind doch alle integriert. Ja, hat super funktioniert, indem man alles wegignoriert. Also da ist ja überhaupt, hat ja überhaupt nichts funktioniert. Also es reicht anscheinend ja nicht nur Autobahnen zu bauen, sondern man muss ja auch irgendwie... Also es hat ja nicht gereicht, einfach zu sagen, also wir sind alle Deutsche. Nö, das hat jahrzehntelange Indoktrination, das kriegst du ja nicht mal eben so weg. Das stimmt. Da ist das Tor. Ich weiß nur, was mir noch dazu einfällt. Ihr erinnert euch dann sicherlich vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, als in Sachsen in Klausnitz doch dieser eine Flüchtlingsbus da total zublockiert worden ist. Passiert es nichts. Gar nichts. Das auch, wollte nur sagen, wir hatten mal die Anschlussruhe berichtet über diese Sache. Wir hatten auch, dass der Ort Klausnitz einfach von fränkischen Einwanderern wieder quasi wiederbelebt worden ist oder mitbelebt worden ist. Ich auch denke, wenn die quasi auch da von Einwanderung gelebt haben und jetzt von, was waren es, 20 Leute oder so, riesigen Wind liegen machen. Also statt quasi zu freuen, dass wieder Leben in die Bude kommt, zum Wind machen. Und Strafe haben wir sowieso nicht bekommen, die bösen Leute. Warum auch? Wo wir auf dem Thema sind, wurden die NSU-Morde bitte schon irgendwann jemals richtig aufgeklärt? Du hast doch auch das Gefühl, dass da irgendwie nichts gemacht wird. Ach. Ja, ist doch alles aufgeklärt. Ja, da gab es doch jetzt, glaube ich, neue Bewegungen drin. Da hätten ja noch mal irgendwie gab es da neue Verbindungen. Und neuen Fall, ja, ne? Neue, genau, neuen, aber hey. Ja, aber die haben ja, glaube ich, dann gesagt, nö, hier ist alles schon aufgeklärt, wir brauchen da nichts mehr weiter recherchieren. Nee, ist ja nur, dass jetzt noch eine zusätzliche Person involviert wäre. Also, und überall der Verfassungsschutz seine Finger im Spiel. Und was ich dann beschäftigt habe, nicht vor, was dann so unklar oder komisch ist, dass der irgendwie schon übel, was das angeht. Und was ich komisch finde, wenn du mitbekommst, dass da deren ersten, wo die Morde bekannt wurden, dass ja die ersten, die verdächtigt worden sind, nicht Nazis waren, sondern die ganzen eigenen Familien und Umfelder und lange bis darauf festgehalten worden ist, bis sie dann gemerkt haben, oh, es könnte doch vom rechten Spektrum sein. Da ist das Tor. Jawoll, Mensch, heute läuft's aber. Ich meine, da hat doch auch keiner gefragt, woher kommen die, sondern wenn heute was passiert hier bei uns, heißt sofort, woher kommt der Täter oder woher kommt das Opfer? Linksfaschisten. Ja, genau, damals bei der Sache gab es gar nicht. Dann und linksgrün versifft. Ja, natürlich, und gut Menschen. Den Bullshit-Bingo spielen. Ja, klar. Jeden Tag auf Twitter. Ich will eine Regierung mit Kevin Kühnert und Cem Özdemir. Boah, mega geil. Ein Sparer auch als wichtiger Mensch, das ist nicht. Aber ich war doch richtig, dass der zu mir auf dem Schwabenlimit bekommt. Also, was ist der? Der ist Spargel? Schwabe. Baden-Württemberg. Aber Spargel ist, das würde ich nicht so dazu kommen. Ja, aber nur Bio. Handgestreichelt. So. Ja, ohne Folie. Mhm. Also ohne Gummi. Okay. Was denn? Ach, Shadow Wolf. Was war das denn? Das war jetzt so ein neuer Move hier. Mhm. So leichte Unsicherheiten vorm Tor. Nur ganz leicht. Sehr schön. Mit sogar mit Drehung hier. Ey. Oh. Hat er mich kaputt gemacht. Wer hat kaputt gemacht? Kompott. Komplott heißt das. Ach so. Das, was die CSU gemacht hat, ist ein Komplott. Nein! Ja, das war Panik. Panikmodus. Ach, das hätte mal so schön nach hinten losgehen sollen. Ja. Stattdessen wird gekuscht. Scheiße. Alles perfekt für die Landtagswahl. Kleinstpartei. Eine regionale Splitterpartei. Ich frage mich, wenn die sich mal bundesweit aufstellen würden. Wenn sie im Wegkommen stehen und dann da weiß ich, der Söder da vorne steht und dann sagt, liebe Nordleute, stimmt doch für uns ab, denn Bayern muss schöner werden. Oder keine Ahnung, Bayern ist das Wichtigste. Söder brennen oder was? Da kriegst du Söder brennen, kriegst du bei denen. Ja, wahrscheinlich. Und Matthias wird in den Kopf geworfen. Matthias. In Bayern. Ja, das war ungut. Wenn die im Norden sind, um Werbung für die CSU zu machen, dann
Also wenn ich die CSU quasi landesweit aufstellen würde, müsste sie dann auch, weiß ich nicht, Werbung außerhalb von Bayern machen. Oh, 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 oh. Sehr schön. Oh. Ey, die Pille geht nicht weg, die klebt hier vorne. Die will immer zu Schickibollen. Ja, und jetzt ist schlecht. Jetzt muss Firefox retten. Ich rette. Oh Gott sei Dank. Guck mal, weg ist er. Verlängerung. Hui. Ich fahr, ich hol mir. Okay. Und danach brauche ich erstmal Pause. Tor. Der ist drin. Der ist drin. Und nein. Der ist drin. Verdammt nochmal. Und der Shadow Wolf kriegt den auch nicht rein. Aber jetzt nochmal eine Chance hier. Da ist er. Da ist er drin. Geh rein, geh rein. Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich jetzt. Jetzt geht er rein. Der fliegt. Aber jetzt muss der aber mal reingehen. Jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann ist er nicht drin. Ich habe mein Bestes gegeben, ehrlich Leute. Ich habe jetzt dreimal hier den Ball reingegeben. Jetzt komm ich. Ich habe kein Turbo mehr. Das ist uncool. Wow. Scheiße, Firefox. Sehr gut. Oh Gott. Ich komm nicht hoch. Ich krieg den nicht hoch. So, okay. Ja, ja, ist weg. Jetzt mal bitte reinmachen hier. Da ist er weg. Oh. Oh. Ja, super. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Oh, oh. Jetzt ist er da vorne. Ja. Oh, der ist daneben gehüpft, Gott sei Dank. Oh, ich da auch. Chiki ist da. Okay. Da ist er drin. Der ist drin. Pass auf. Der kullert jetzt so von allein rein. Fast. Ach, ich kein Turbo mehr. Ja, ja. Oh, nein. Hier die Mitte, Mitte, komm. Ich bin weg. Ich bin auch weg. Ich komm nicht hinterher. Ich nein. Nein. Guck mal, ich hab's nicht geschafft. Kann man das bitte nochmal im Replay sehen? Ich kam nicht hinterher. Du hättest drehen müssen. Da war nicht mal viel mit drehen. Ich denke, du hast einen Pro-Controller. Ah, Mann. Ach, ich muss erstmal ins Hauptmenü jetzt. Ich auch. Ich brauche erstmal Pause. Ja, hüpft ruhig. Hüpft ruhig. Vielleicht gibt es ja auch was für die Muscheln. Hier, warte mal. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Ups, nee, da ist Hauptmenü. So. Oh, still auf den Ohren. Hallo? Was kann man denn für 26 Muscheln holen? Gar nichts. Ich hab 31. Warte mal, Belohnung einlösen. Kannst du Mr. Toasty kannst du holen. Ich kann mir eine fette Brummsumse, kann ich mir nicht leisten. Da gibt's eine Seifenblase als Antenne. So eine Scheiße. Ich bin jetzt raus hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit dem Seehofer. Ja.